mit Leidenschaft immer noch mit Leib und Seele dabei. Ein riesiger Spielplatz für den Architekten und Fußballlegende findet Paul auf der Almend. Ich gehe jeden Tag im Stadion, aber ohne Wut. Da habe ich bekommen, gestern auch bei Kudi Müller. Ich komme ja von diesem Beruf her. Für mich war das natürlich ein reines Vergnügen, die Fortschritte auf dem Stadion. Es ist eine enorme Baustelle. Das ist eine der grössten Baustellen, glaube ich, in der Schweiz. Und was hier alles gemacht wird, jedes Detail und jede Ecke, jetzt sowieso. Wenn die Träger rennen, das, wie das wächst und wie das gedeiht, das ist enorm. Gerne schaut Paul zurück in die Zeit als Aktiver. Seine Ordner hat er gefüllt mit Bildern und Erinnerungen. Doch etwas liegt ihm noch besonders auf dem Herzen. Ich bin natürlich von dieser Zeit her. Und ich schätze das. Es ist schade, kommen nicht mehr zusammen. Ich habe es ja zeitlang auch gemacht, die ehemalige Nazi mit Mannschaft, die Innerschweiz immer hatte. Ich habe also immer darauf geschaut, dass eine Kameradschaft da ist, weil ich es auch als Spieler und als Trainer gemacht habe, dass immer eine gute Kameradschaft vorhanden ist. Und habe das immer geschätzt, wenn man zusammenkommt oder zusammengekommen ist.